Hallo und herzlich willkommen zu diesem Warframe-Bildvideo oder Warframe-Proto-Bildvideo. Die Waffe ist noch nicht lange draußen. Es geht natürlich um die AX-52, die wir auf der Tennocon, beziehungsweise wenn wir den Livestream gesehen haben für 30 Minuten, gedroppt bekommen. Nicht beim Tenno-Live-Segment, da kriegen wir die Saren Prime. Alles vor 22.30 Uhr, eine halbe Stunde zugucken, dann kriegen wir diese Waffe. Und ja, es ist, ich sag mal, eine ganz coole Waffe. Es geht durchaus. Wenn wir uns mal die Stats angucken, hier müssten wir ja die normalen Stats, genau. Wir haben 26% Crit-Chance, nett. Wir haben einen Multiplikator von 2,4, nett. Status von 18, okay-ish, nicht super gut, aber okay. Und Durchschlag 40. Durchschlag ist nicht gut als einziger Wert. Wir brauchen eigentlich sowas wie Schnitt oder ein Elementarmodus. Oder wenigstens noch Einschlag dazu. Wir haben nur Durchschlag von 40. Das ist nicht so geil. Nachladegeschwindigkeit, Magazingröße, Feuerrate ist alles okay. Aber der Base Damage dieser Waffe ist nicht so stark. Gucken wir uns ein Bild an. Und ich habe derzeit einen Former hier eingebaut. Man kann die Waffe durchaus noch verbessern. Deswegen ist ein Proto-Bild. Da ist Potenzial nach oben. Doch das Beste, was ich hier bisher bauen konnte, von meinem Testseher, war dieses Bild. Und hier haben wir Raueiskugeln und bösartige Kraft. Bösartige Kraft hier nicht vollgelevelt, weil mir hier ein Former fehlt. Ich habe erst eins eingebaut, da bräuchte ich noch eins mehr. Für Virusschaden und wir benutzen Jägermunition. Jägermunition gibt uns eine Chance, dass wir Schnittschaden auslösen, wenn wir einen kritischen Treffer machen. Das ist eine 30%ige Chance, heißt jeder dritte bis vierte Treffer gibt uns Schnittschaden. In Kombination mit Virus, Virus reduziert das Leben der Gegner und Schnittschaden ignoriert die Rüstung der Gegner, heißt geht direkt aufs Leben. Das heißt, die Gegner haben A, weniger Leben, B, der Schnittschaden tickt das Leben runter, ohne überhaupt auf die Rüstung Rücksicht zu nehmen. Das ist natürlich nice. Dadurch, dass das alles aber ein bisschen verändert worden ist vor kurzem, haben die Gegner alle mehr Leben. Das heißt, Schnittschaden ist nicht mehr ganz so gut wie früher. Ist aber immer noch eine, ja, gute Taktik, die man spielen kann. Gerade gegen Gegner mit Rüstung. Gegen Korpus nicht ganz so geil, aber gegen Korruptierte oder gegen Grenier, beziehungsweise korruptierte Grenier oder auch gegen Befallene ist das vollkommen okay. Dann haben wir hier Scharfsinn und kritische Verzögerung für entsprechend Crit-Schaden und Crit-Chance. Wir haben Einkerbung für Base-Damage, galvanisierte Kammer für Mehrfachschuss. Je mehr Kills wir machen, je mehr Mehrfachschuss machen wir oder kriegen wir als Bonus. Und galvanisiertes Zielfernrohr. Bei einem Kopfschuss kriegen wir 109 Crit-Chance dazu. Der ist nicht ganz voll gelevelt. Aber bei diesem Leveling, also es fehlt ein Level. 109,1 Crit-Chance beim Zielen für 12 Sekunden. Das Ganze stapelt sich, wenn wir Kopfschuss-Kills machen. Und wenn ihr noch nicht so weit seid, keine galvanisierten Mods habt, dann könnt ihr hier auch ganz normal das Argon-Fernrohr reingeben, was uns bei Kopfschuss 135% Crit-Chance für beim Zielen für 9 Sekunden gibt. Oder oder halt einen anderen, ich sag mal, Damage-Mod, den man hier durchaus reinnehmen kann. Was wie Messergeschosse, falls ihr den habt. Man kann da auch überlegen, einfach Feuerrate durch Schnellauslöser reinzumachen oder durch, wo haben wir, Federdruckkammer oder halt auch Prime-Zerfetzen wäre da eine Möglichkeit. Wenn ihr eine galvanisierte Kammer nicht habt, dann nehmt ihr hier natürlich die normale Höllenkammer. Wo haben wir sie denn? Ich glaube, ich habe sie... die geteilte Kammer. Geteilte Kammer heißt sie bei Primärwaffen. Ist zwar nicht dann ganz so gut, auf lange Sicht gesehen, ist aber auch vollkommen okay, die zu nutzen. Exolus-Mod. Ja, wenn ihr einen Exolus-Mod benutzen wollt, dann würde ich vigilante Vorräte empfehlen. Heißt, unsere Crit-Chance... Nee, wir haben eine 5% Chance, unsere kritischen Treffer zu verbessern. Das heißt, normale Yellow Crits werden zu Orange Crit, Orange Crit wird zu Red Crit. Das kann ganz gut sein. Und als Arcana könnte man Deadhead wahrscheinlich am besten benutzen, weil wir ja gezielt auf Kopfschüsse gehen. Warum gehen wir gezielt auf Kopfschüsse? Wegen dem einzigartigen Merkmal dieser Waffe. Wir haben Schüsse aus der Hüfte, haben eine 60% Munitionseffizienz. Das ist uns vollkommen egal. Allerdings, gezielte Kopfschüsse haben 100% Crit-Chance und das ist doch ein sehr netter Bonus. Das Ganze gucken wir uns hier auch mal an. Man darf jetzt auch nicht zu viel von dieser Waffe erwarten. Sie ist gut, sie wird wahrscheinlich nicht meta-relevant. So viel kann ich schon mal sagen. Aber
Das ist auch genau das, was es zu erwarten gibt bei einer Waffe, die alle umsonst bekommen. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, eine Waffe, die jetzt für mehrere Wochen, vielleicht Monate, nicht im Spiel verfügbar sein wird. Heißt, irgendwann wird sie bei Barrow sein oder man kriegt sie durch Warframe 99. Das wird aber wahrscheinlich eher gegen Ende des Jahres sein. In dieser Zeit haben alle, die den Stream gucken konnten und den Drop bekommen haben, Glück. Wer nicht den Stream nicht gucken konnte, aus irgendwelchen Gründen, haben Pech. Wenn da eine meta-relevante Waffe vergeben wird, die jetzt alle spielen würden, wäre das irgendwie ziemlich unfair. Deswegen kann ich verstehen, dass die Waffe nicht 100% gut ist. Wir haben hier ganz normale korruptierte Heavy Gunner auf Level 185, nicht Steelpath und ja, je mehr Gegner wir durch Kopfschüsse töten, je mehr Crit-Chance kriegen wir und je mehr Gegner wir töten, desto mehr Mehrfachschuss kriegen wir. Können wir hier mal anfangen. Das Ergebnis ist nett, aber das wird natürlich noch besser. Gerade wenn wir sowas wie ein Arcana Deadhead benutzen, wird die Waffe wirklich noch gut. Und wir sehen hier, das Ergebnis ist nicht schlecht. Zumindest gegen Gegner mit Rüstung. Ich finde die Geräusche von der Waffe auch ganz nett. Ist halt AK-like, wenn wir hier mal aufs Nachladen gucken. Ist nice. Können wir eigentlich, wenn wir nachladen? Ja, macht das auch ganz gut. Die Animation ist auch schick. Aber ja. Ich würde sagen, die Waffe hat Potenzial. Durchaus. Ist eine gute Waffe, solide Waffe. Fürs Midgame kann man theoretisch mit ins Endgame nehmen. Aber beim Steelpath sieht es dann doch mal wieder ein bisschen anders aus. Räumen hier mal kurz noch die Gegner auf. Falls ihr euch da oben fragt, von wegen, da ist ein Katzenbuff aktiv. Das ist Nachladeglück. Bedeutet, wir laden ein bisschen schneller nach als gewohnt. Aber das hat nichts mit dem Damage hier zu tun. Ja, ich kann auch hier mal zeigen, das ist Nachladeglück. Deswegen nicht wundern, dass wir hier ein bisschen schneller nachladen. Das Ganze können wir uns natürlich auch mit Steelpath-Modifikatoren anschauen. Auf Level 185. Wir wollen hier natürlich... Das ist eine Waffe. Wir wollen mit unserer Waffe zielen. Wir wollen die Kopfschüsse machen. Wenn ihr kein Fan davon seid, Kopfschüsse zu machen oder gezielt Kopfschüsse zu machen im Zielmodus, dann ist die Waffe wahrscheinlich nichts für euch. Dann ist sie nämlich wirklich nicht so gut. Aber wenn ihr sagt, hey, ich mache gerne Kopfschüsse, ich bin gerne beim Zielen unterwegs, dann ist die Waffe was für euch. Wenn ich sie jetzt vergleichen würde mit der anderen Waffe, die wir letztes Jahr bekommen haben, der Godwar Prime, würde ich sagen, die sind auf einem ähnlichen Level. Ich würde die Godwar Prime vielleicht noch ein bisschen höher setzen. Durchaus. Aber die Godwar Prime kann man auch sehr gut spielen, indem man nicht zielt. Das ist halt hier schon eine Art, ich sag mal, Downgrade. Deswegen gucken wir uns hier mal an. Gegen Steelpath-Gegner. Der Schnittschaden ist nice. Aber ihr habt gesehen, wir haben fast 30 Schuss gebraucht, bis der Gegner tot war. Und es braucht jetzt auch ein bisschen mit dem Schnittschaden, bis der Gegner stirbt. Das wird natürlich jetzt alles stärker. Wenn wir mehr Kills machen. Heißt, jetzt werden wir wahrscheinlich nur noch 20 brauchen. Ja, etwa 20. Ich will natürlich auch ein bisschen vorher schon abwarten und da auf den Schnittschaden warten. Vorher aufhören und auf den Schnittschaden warten. Schau mal ein bisschen durch. Ja. Wie gesagt, die Waffe ist nicht schlecht, wenn man gern zielt. Aber ansonsten kann ich die Waffe nicht empfehlen für Leute, die genau das nicht mögen. Ich weiß nicht, ob ich sie weiterspielen werde oder ob sich hier überhaupt ein Arcana-Adapter lohnt. Deswegen, ich denke, es ist eine ganz nette Waffe. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, Tennocon, ich bin gespannt, was noch kommt. Wenn dieses Video rauskommt, ist wahrscheinlich die Tennocon voll da mit Tenno Live etc. Holt euch eure Saren, schaut 30 Minuten zu. Wholeframe, interessant, ob das 2024 kommt. Wir haben es für Herbst angekündigt. Aber alles mit so, hoffentlich wird es da rauskommen. Hoffentlich passiert das dann. Es könnte noch bis 25 kommen. Vielleicht brauchen sie mehr Zeit. Vielleicht. Aber finde ich auch nicht schlimm, wenn sie mehr Zeit brauchen. Ja.
Wir sehen uns, hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Ah, der Ember-Skin ist außerdem aktiv. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Den könnt ihr ab jetzt kaufen für Platin. 400 Platin kostet das komplette Set. Ist einfach ein cooles Ding. Ja, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.